Am Samstag, den 10. Dezember 2016, wurde von der Organisation Happy Day of Life der Happy Nikolaus zugunsten der Kinderlebenshilfe Vorarlberg am Garnmarkt in Götzis veranstaltet. Happy Day of Life ist eine Organisation, gegründet 2014 von engagierten Truckerfahrern, die sich zum Ziel gesetzt hatten, besonderen Kindern auf eine besondere Art und Weise Freude zu schenken. Der Happy Day ist eigentlich die Hauptveranstaltung, die haben wir im September. Da geht es um bedürftige Kinder und da sammeln wir Spendergelder. Und wir suchen auch immer ein Patenkind aus und das unterstützen wir und den Rest suchen wir Institutionen. Und dann haben wir natürlich noch das wie heute, der Happy Nikolaus. Da kriegen 500 Kinder ein Nikolaussäckle, da haben wir auch einen Sponsor, der uns das finanziert. Und wir tun jetzt zu Ostern, machen wir noch ein Happy Ostern, das würden wir wahrscheinlich auch da am Garmarkt machen. Und somit haben wir dann 4 Veranstaltungen im Jahr mit der öffentlichen Spendenübergabe, die wir eigentlich immer machen. Wir machen das alle ehrenamtlich, ich bedanke mich da bei meinem ganzen Team, dass die das als freiwillig und in der Freizeit machen. Darüber hinaus werden jedes Jahr für ein bestimmtes Patenkind Spendengelder gesammelt. In diesem Jahr konnten für den schwer pflegebedürftigen Dejan rund 6.000 Euro überreicht werden. Wir sind so froh, dass Markus zu uns gekommen ist und eben Happy Day of Life, dass die auf uns gekommen sind und dass man diesen Stuhl finanziert hat. Weil wir haben einen alten Stuhl, wo 100-mal schon gebrochen ist, haben wir geflickt. Und jetzt haben wir den neuen Stuhl. Haben wir noch nichts bekommen, aber haben wir probiert. Und die werden wir jetzt kriegen. Und dann hat er wirklich Ideen für seine Zukunft. Das ist so wichtig, dass er aufs WC kann und duschen kann. Neben der Unterstützung von Patenkindern veranstaltet die Organisation auch 3 jährliche Events. Dazu gehört der Happy Nikolaus, zu dem alle Kinder mit ihren Begleitern herzlichst eingeladen sind. Neben einem Kinderunterhaltungsangebot sorgten kulinarische Köstlichkeiten wie selbstgemachte Kekse, Raclettebrote oder Glühwein für gute Stimmung. Den kleinen Besuchern wurde gratis Kinderpunsch ausgeschenkt. Mit Spannung wurde aber das eigentliche Highlight erwartet und um 11 Uhr war es dann soweit. Für einen guten Zweck kam der Nikolaus samt Knecht Ruprecht mit seiner Pferdekutsche und verteilte an die anwesenden Kinder Nikolaussäckchen. Leuchtende Kinderaugen waren der Dank für die vielen ehrenamtlichen Helfer, die diese Veranstaltung tatkräftig unterstützen. Der Verein gibt es seit 2014. Wir sind 13 Mitglieder und ja, einmal im Monat trifft man sich und dann tut man halt immer wieder besprechen. Wir haben ja das Hauptevent, das ist im September und jetzt einmal der Nikolaus. Und ja, man hockt halt zusammen, redet und schaut immer, dass man wieder neue Sponsoren findet. Und ja, ist eine tolle Sache halt. Ich mache das, weil ja, es eine tolle Sache ist und jetzt mache ich schon ca. ein halbes Jahr. Und ja, wie gesagt, mich freut es immer wieder, wenn so viele Leute kommen und wenn man die strahlenden Augen sieht von den kleinen Kindern natürlich. Oder? Muss ich sagen, es ist eine tolle Sache. Ein Dank galt an diesem Vormittag auch den vielen Sponsoren, die großzügig für Happy Day of Life und das Nikolaus-Event gespendet hatten. Das, was der Verein hier Happy Day of Life organisiert, ist einmalig, vorzeigbar und ich bin gerne dabei. Und nachdem mein Enkel auch zu dieser Gruppe gehört, von Menschen, die man unterstützen sollten, werde ich in Zukunft verstärkt mitarbeiten und für diese Kinder da sein.